Da staunten die Einwohner von Burgwerben am vergangenen Samstagmorgen nicht schlecht. Mit Trommelschlagen zog da der preußische König Friedrich II. Mit seinem Gefolge durch die malerischen Gassen. Der alte Fritz hatte nicht nur einige lange Kerls mitgebracht, sondern Mitglieder von Traditionsvereinen aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Der Zug führte zuerst zum Denkmal der Schlacht bei Rossbach vor der Burgwerbener Kirche. Dort ruhte sich der König mit seinem Gefolge bei herrlichem Frühlingswetter erst einmal aus. Währenddessen trafen im Burgwerbener Schloss immer mehr Gäste und Honoratioren ein. Unter den Festgästen auch der stellvertretende Landrat des Burgenlandkreises, Dieter Engelhardt, sowie Weißenfels Oberbürgermeister Robby Risch. Begrüßt wurden alle von Hubert Schmoranzer, dem Ortsvorsteher von Burgwerben. Und der hatte einen wichtigen Grund, nachdem das ehemalige Schloss und dann Rittergut immer mehr dem Verfall preisgegeben war, an diesem sonnigen Samstag groß zu feiern. Und es wird, sagen wir, dieser Festsaal eingeweiht, den wir restauriert haben. Seit 2009 haben wir eine Genossenschaft gegründet hier in Burgwerben und seit 2011 dann intensiver haben wir uns um den Festsaal gekümmert. Und das Bild ist dann dahingehend der I-Punkt auf diesem Festsaal und stellt ja so eine historische Bedeutung dar. Friedrich II. Hier in Burgwerben 1757 nach der Schlacht bei Rossbach hat er dann hier genächtigt. Hat zwei Briefe geschrieben an seine Schwester und an einen Minister und hat dann vom Sieg gekündet. Und das ist für uns, Verpflichtung, mehr oder weniger sich um das Kulturgut auch zu kümmern. Es geht ja nicht nur um den Festsaal, es geht allgemein, um dieses ganze Schloss, Rittergut, das zu erhalten. Es gehört zum Ort, es ist der Ortsmittelpunkt. Und von der Seite her müssen wir Bürger dort was tun. Ja? Alle klammern Kassen, aber trotzdem mit viel Engagement kann man eine ganze Menge erreichen. Zu Ehren der Wiedereröffnung des Festsaales im Schloss wurde auf der Terrasse eine Kanone in Stellung gebracht. Stellvertretender Landrat, Weißenfels Oberbürgermeister und Ortsbürgermeister Schmoranzer sorgten mit drei lauten Kanonenschlägen für den Beginn der Feierlichkeiten. Im Anschluss gab sich der alte Fritz an seiner ehemaligen Wirkungsstätte die Ehre und ließ seine Soldaten Aufstellung nehmen. 1757, nach der Schlacht bei Rossbach, genau um 6 Uhr abends war es, als der preußische König Quartier im Schloss bezog. Mangels Platz übernachtete er auf einem Feldbett in der Stube. Die Ankunft des Königs wurde vom Kunstmaler Charles Vetter in einem Gemälde festgehalten. Dieses wurde vom ehemaligen Besitzer des Burgwerbener Rittergutes, Karl Gottfried Reinhold Reinhardt, in Auftrag gegeben. Bis 1945 hing das ursprünglich 2x3 Meter große Bild im Rittergut. Das Gemälde ist seither verschollen. Zur Wiedereröffnung des Festsaales sollte das Bild aber wieder aufgehängt werden und an den Besuch Friedrich II. In Burgwerben erinnern. Hoher Besuch heute im Burgwerbener Schloss. Neben mir steht leibhaftig Friedrich II. In Person Rolf Zaren aus Wegberg im schönen Nordrhein-Westfalen. Herr Zaren, Sie sind ja der Friedrich II. Der heutigen Zeit. Sie verkörpern den. Wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen? Das ist gar nicht so einfach zu erzählen. Das wäre eine größere Geschichte. Man hat mich da 1993 reingesteckt und schon war ich drin und bin nie mehr rausgekommen. Herr Zaren, Sie sind ja nicht nur als Friedrich II. Unterwegs, sondern Sie haben auch was mit dem schönen Bild hier hinter uns zu tun. Sie haben dieses Bild reproduziert. Das Original ist ja leider verschollen. Wie lange haben Sie daran gearbeitet? Ja, gute 3 bis 4 Monate. Man hätte das lieber in Originalgröße gemalt, in Öl, aber wer hat schon solche Räume? Und somit konnte ich also in verkleinerter Form malen. Und vor allen Dingen, was mich ganz stolz macht, dass ich den Auftrag habe, von allen Malern Deutschlands. Ja, und vor allen Dingen ist ja fast ein Selbstporträt, ne? Dankeschön. Ja, was hatten Sie für eine Vorlage? Es gibt ja nur noch ein paar Schwarz-Weiß-Fotos von dem Original. Ja, ich hatte leider nur eine sehr schlechte Vorlage. Es gab keine andere. Leider ist jetzt nach dem Fertigstellen eine rausgekommen von dem Herrn Zimmermann. Das habe ich leider nicht gehabt. Hätte ich gerne, aber ich musste mich mit dem begnügen, was da war. So versteht es sich von selbst, dass bei diesem Festakt auf historischem Boden viele Uniformierte der damaligen Zeit mit vertreten waren und in naturgetreuen Uniformen dem Festakt
einen besonderen Glanz verliehen. Für die Zusammenführung der Traditionsvereine zeichnete das Infanterieregiment Prinz Clemens e.V. verantwortlich. Herr Bricher, heute großer Tag auch für euch. Friedrich II. Ist da, den haben wir gerade schon gesehen. Aber ihr seid auch alle im Uniform angetreten. Was bedeutet das für euren Verein heute? Für unseren Verein und auch für Herrn Schmahanser ist es im Prinzip eine nach außen tragende Publicity, sodass wir hier was geschaffen haben aus Fördermitteln bzw. aus Spendengeldern, um da den richtigen Rahmen zu bringen, kommen wir als Verein, da es ja auch unsere Geschichte ist, die hiermit dargestellt wird. Alles im Zusammenhang mit der Schlacht bei Rosbach, bei Burgwerm Griechau und eben jetzt hier wieder in Burgwerm ein neues Event, um das darzustellen. Zu den Klängen des Trio Roccolini kamen die Gäste in den Saal und lauschten der sehr emotional vorgetragenen Geschichte des Festsaals von Hubert Schmoranzer. Er und seine Söhne legten reichlich selbst mit Hand an, um die Räumlichkeiten in den heutigen Glanz zu versetzen. Mit Zahnzement wurden zum Beispiel Reste der Ornamente abgenommen und mit Gips neu gegossen. Der mächtige Kronleuchter, den Schmoranzer selbst im Sportunterricht dort mit einem Fußball beschossen hatte, wurde wieder gefunden und aufwendig restauriert. Auch er hängt heute wieder unter der Decke des Festsaals und sorgt für die entsprechende Beleuchtung. Aber was soll mit diesen schönen Räumen in der Zukunft geschehen, Hubert Schmoranzer? Ja, die Räumlichkeiten sind jetzt offen für den Bürger zu nutzen, für seine Feierlichkeiten, in dem Sinn für Hochzeiten, Geburtstage, also jeglicher Art. Und stellt dann dahingehend doch einen schönen Rahmen dar. Für Burgwerm, so was Schönes, denke ich mir mal, war es wert, eigentlich wieder herzurichten. Wir wollen ein Weinmuseum hier errichten. Und da wird zurzeit an der Konzeption gearbeitet. Ein Weinmuseum und es soll eine Weinstube hier erstmal passieren. Ob man später, dann mal in späteren Jahren, dann vielleicht auch hier in Burgwerben wieder kältert und so, das muss man sehen, das muss man abwarten. Nicht umsonst wurde Burgwerben bereits 2012 vom damaligen Kreis Weißenfels zum schönsten Ort im Landkreis gekürt. Im Weindorf oberhalb der Saale sieht man an vielen Stellen das bürgerschaftliche Engagement, wenn es um das Bewahren der Traditionen geht. Schaffen es die Burgwerbener, die gesteckten Ziele im Schloss zu erreichen, entsteht ein weiteres Kleinod im Burgenlandkreis, wo es sich lohnt, einmal vorbeizuschauen.